Seit über 50 Jahren ist die Kita in Flemmingen für die Jüngsten im Dorf da. Und wir wollten uns die Kita mal vor Ort ansehen und mit den Menschen reden, die sich für die Einrichtung so stark einsetzen. Was soll jetzt mit der Kita passieren? Warum machen Sie sich hier so stark? Naja, die Kita stand ja im letzten Jahr vor der Schließung. Ja, da gab es ja die Entscheidung vom Gemeinderat, dass es geschlossen werden sollte, und wurde aber dann eine Frist eingeräumt durch das Engagement des Dorfes, des Heimatvereins. Genau, und dann wurde Aufschub geleistet bis ja eigentlich jetzt im Juli, der erste, und jetzt nochmal, jetzt haben wir noch eine weitere Etappe zu bewältigen. Das ist dann das Einsammeln der Spenden bis zum Dezember. Ja, und genau, also das war eigentlich der Grund, dass das Dorf sozusagen gesagt hat, wir möchten die Kita erhalten, für das Dorfleben auch. Es ist ja auch wichtig, das ist ja ein zentraler Platz, wo die Kinder gebracht werden, wo auch vielleicht die Oma und Opa mal abholen können, wenn die Eltern zur Arbeit gefahren sind. Genau, und das ist, kommt auch jetzt in unserer Konzeption stärker vor, dass das Dorf eingebunden wird. Wir haben da auch schon erste Geschichten, die auch schon laufen. Das wäre der Kontakt zur Kegelbahn. Da gehen wir jetzt regelmäßig mit den Kindern hin. Da gibt es nämlich tatsächlich so eine Minigruppe ab 3 Jahren. Also toll. Und haben jetzt auch eine, die auch am Wochenende schon mit trainiert. Das ist ein kleiner erster Erfolg. Wir haben schon die Senioren Weihnachtsfeier begleitet. Wir haben Ständchen gesungen am Tor. Ja, wenn jetzt ein Opa sich hier angemeldet hat, also es ist natürlich immer Freiwilligkeit. Wer möchte, da kommen wir hin. Von Montag bis Freitag geht das. Genau, und dann singen wir was und kriegen natürlich auch dann ein kleines Geschenk. Es muss ja auch einen Anreiz haben, genau. Und wie gesagt, bei der Seniorenweihnachtsfeier, das war auch toll, da haben wir ein kleines Programm einstudiert. Und das ist ja auch so ein Miteinander. Ja, dann spricht man halt mit einer Oma, mit einem Opa, dann kommen die, geplant ist ja, dass dann gelesen werden soll oder dass auch mal ein Kontakt zu einem Hund zum Beispiel, haben wir jetzt auch angebahnt, dass man mal eben auch tatsächlich, also richtig eins zu eins in Kontakt kommt. Genau so. Ja, und die Dorfgemeinschaft, wie Sie es vorhin genannt haben, steht natürlich voll hinter Ihnen und die möchten die Kita hier erhalten. Das finden wir auch eine ganz tolle Sache. Wie viele Kinder sind denn derzeit hier? Genau. Also wir haben hier gestartet, das war ja auch so ein Grund, die Kinderzahlen gingen runter. Es lag aber an Problemen der Kommunikation, sage ich jetzt mal, mit Eltern und Kita-Personal damals. Und da haben wir als neues Team im März letzten Jahres gestartet mit 3 Kindern und sind jetzt wieder bei 10 Kindern, weil ich muss dazu sagen, wir hätten auch schon mehr Kinder noch aufgenommen, aber jetzt steht ja der Umbau an und für die Zeit des Umbaus müssen wir ins Gemeindehaus ziehen. Und da haben wir vom Jugendamt bzw. Gesundheitsamt nur eine Zulassung für 12 Kinder. Und jetzt sind wir bei 10. Es kommen noch 2 bis Jahresende, so ist der Plan. Jetzt flog ja der Ball rum. Genau. Genau, also 22 wären es ja dann später mit 4 bis 6 Krippenplätzen so rum. Das ist ja immer noch die Trennung Kita und Krippe. Ja. Sie haben ja da eigentlich gesagt, die Baumaßnahmen. Das Ganze muss ja auch finanziert werden, das müssen Sie hinkriegen. Da haben Sie jetzt nochmal einen Aufschub, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe. Genau, im Juli kam der Bescheid. Der Gemeinderat sagt ja zum Bestand, mit der Auflage natürlich, dass die Finanzierung durch den Verein, durch das Dorf gestemmt wird. Und das soll dann im Dezember, soll das sozusagen den Haken bekommen, inwieweit die Pläne, wo der Herr Steinbach sicherlich nachher was dazu sagt, umgesetzt werden. Oder wir haben jetzt natürlich mit Landschaftsgärtnern, mit Architekten, mit Planern unsere Idealform, sage ich jetzt mal, wie wir uns das alle gemeinsam wünschen, aufs Papier gebracht. Wenn man weniger Geld hat, muss man halt ein paar Abstriche machen. Aber uns ist schon klar, wenn das umgebaut ist, dass zum Beispiel im Außenbereich jetzt nicht alle Spielgeräte sofort da sind, das kann man halt von Jahr zu Jahr ja noch beifügen. Hauptsache ist jetzt für uns das Gebäude an sich. Das muss eben, weil es halt Baumängel gibt, die kann man auch nicht wegmalern oder so, da muss tatsächlich
richtig was passieren. Ne? Genau. Und da muss halt Geld ran. Genau. Ich musste nach Herrn Steinberg nicht lange suchen. Sie haben den Hut auf, sag ich mal, was das Bauliche jetzt betrifft. So, was steht jetzt hier eigentlich an? Was müsst ihr alles machen? Ja, den Hut haben hier viele auf, viele kleine Hüte, aber sicherlich muss es auch koordinierend einen etwas größeren Hut geben, da haben Sie recht. Was steht an? Wir werden also von dieser Kita auf lange Sicht wirtschaftlich nichts weiter halten können als die Außenwände. Wir werden also die gesamte bauliche Substanz hier rückbauen, das heißt das Dach, das Innenleben, die Wände, die Fenster und nur die Umfassungsmauern bleiben übrig. Und danach wird sukzessive wieder der Ausbau nach zeitgemäßem Standard erfolgen. Also das Raumkonzept, was heute Usus ist, wird umgesetzt. Das ist in der alten Einrichtung durch Sanierung, Umbau nicht möglich gewesen. Wir werden hier im vorderen Bereich einen Anbau haben, der quasi den Empfangsbereich darstellen wird, wo die Kinder sich umziehen, umkleiden, ankleiden. Das An- und Abkommen oder das Ankommen und das sich verabschieden wird dort stattfinden. Und wenn die Räumlichkeiten neu aufgeteilt sind, werden die Räumlichkeiten auch nicht mehr mit starren Wänden versehen sein, sondern wir haben ein Raumkonzept mit Schiebewänden, sodass auch je nach Anforderungen und nach Belegung entsprechend agiert werden kann und die Räume zusammengestellt werden können. Rückzugsbereiche werden da sein, es werden große Bereiche da sein. Und wir werden dann das Gebäude nachhaltig sanieren. Wir werden es also aus energetischer Sicht mit Solar betreiben, mit Solarpanelen ausstatten. Wir werden Wärmepumpe haben, wir werden das Regenwasser nutzen, also auch der Nachhaltigkeitsansatz und damit auch die Kosten für die Stadt im Betrieb haben wir im Auge und wollen das zeitgemäß sanieren. Und wenn die Einrichtung fertig ist, werden wir die gesamten Außenanlagen hier neu gestalten. Wir haben dazu auch ein recht renommiertes Büro, was uns Landesgartenschauen und so weiter gestaltet gewonnen, die uns das Projekt hier gemacht haben. Und ja, die Frau Schäfer deutet es an, es wird nicht alles nach einem Jahr abgeschlossen sein, aber in allergrößten Teilen. Und hier sollen dann die Kinder wirklich das erleben, was die Kita hier ausmacht. Die Kleinteiligkeit, die Eingebundenheit ins Dorf. Schauen Sie hier dieses Landschaftsbild, die Kirschbäume, die Süßkirschbäume. Ja. Die Kinder haben also unheimlich viel Platz im Außenbereich. Sie sollen die Natur erleben in ihrer Vielfältigkeit. Sie haben Platz, sich auch auszutoben. Aber sie sollen auch die Eingebundenheit ins Dorf genießen können. Denn diese Kita hat im Dorf einen sehr hohen Stellenwert. Schon seit 1970, die Frau Schäfer deutet es an, mit Eigeninitiative wurde das damals gebaut und die Schließung dieser Einrichtung hat natürlich im Dorf einen Aufschrei möchte ich das nicht nennen, aber doch ein unheimliches Wachrütteln gegeben. Und für uns war in erster Linie die Frage, wie können wir das verhindern? Und als Ortschaftsrat haben wir natürlich nur begrenzt Möglichkeiten, aber die Möglichkeit gab es für einen Verein, der hier im Dorf angesiedelt ist, dass er diese Sanierung übernimmt. Und uns war sehr schnell klar, als Ortschaftsrat und als Dorfgemeinschaft, auf die Stadt können wir nur bedingt bauen, weil die Kassen leer sind. Aber wir haben das Potenzial des Mittuns der Leute hier vor Ort, die also mit Eigenleistung, kostenlose Eigenleistung anpacken. Wir haben sehr viele Spender. Wir haben auch sehr viele Leute angesprochen und sind überrascht und auch erfreut über die positive Resonanz für dieses Thema Kinder, sich auch zu engagieren. Und sind eigentlich guter Hoffnung, dass wir diese Finanzierung mit Eigenleistung, mit Spenden für das Projekt auch zusammenbekommen. Ja, das hat mir vorhin Frau Schäfer schon gesagt, dass Sie da ganz optimistisch sind. Und Optimismus braucht man. Sie haben die erste Stufe ja schon mal geschafft und schon mal erreicht, dass Sie das bewilligt bekommen haben. Aber es ist noch eine große Herausforderung, Herr Steinberg. Zweifellos, aber man kann nicht vor der Größe der Aufgabe kapitulieren. Ansonsten hätten wir von Anfang an das gar nicht anfangen dürfen. Und in der heutigen Zeit, wo sehr viel Resignation und Zurückgezogenheit ins Private festzustellen ist, ist so ein Projekt, was die Leute zusammenführt, unheimlich wichtig und macht den Leuten auch unheimlich Spaß. Und es macht auch Mut, dass wir das schaffen. Und wenn Sie wissen, was wir bisher an Administration schon aus dem Weg geräumt haben, von Verträgen mit der Stadt, von Dingen mit dem Finanzamt, mit Satzungsfragen und. Am Anfang hat keiner gewusst, was auf uns zukommt, das haben wir geschafft. Und die anderen Dinge, denke ich, das ist auch auf gutem Wege. Im Frühjahr soll mit dem Bau begonnen werden.
Und Ende 2024 sollen die Kinder dann ihre neue Kita wieder in Beschlag nehmen können. Und vielleicht noch eins, uns ist das deshalb so wichtig, wir Flemminger sind ein sehr agiles Dorf mit einer sehr regen Vereinsstruktur. Wir haben eine Feuerwehr mit einer Jugendfeuerwehr, wir haben einen Kegelverein mit Jugendkegelgruppen, wir haben die Burschen und noch viele andere Dinge. Und das funktioniert nur, wenn sie die Kinder von Anfang an in dem Dorf zusammen aufwachsen lassen. Und das ist eigentlich der Antrieb und der Motor für die Menschen hier in Flemming, warum wir uns so engagieren, weil das wollen wir behalten, das muss bewahrt werden. Und da muss man hier in dieser Einrichtung anfangen, dass die Kinder von Anfang an das Gefühl bekommen, behütet in dieser Ortslage aufwachsen zu können. Wie gesagt, dann toi toi toi, dass alles so klappt und wir werden uns dann im kommenden Jahr sehen, wenn Sie uns Bescheid geben und hier der Startschuss gefallen ist. Gerne, da würden wir uns freuen, weil wir sind natürlich auch auf die öffentlichkeitswirksame Darstellung unseres Projekts angewiesen und ja, da können wir uns nur bedanken.